Wir, das sind unabhängige Friedensaktivisten und Freunde, welche sich in einer kleinen Gruppe aus reinem Idealismus für eine freie und gerechte Gesellschaft zusammengefunden haben. Das bedeutet aber auch, dass wir weder ein Verein sind, noch eine Partei angehören oder von irgendwo Unterstützung bekommen. Um diese tolle Veranstaltung heute hier allein zu organisieren und auch zu finanzieren. Daher möchten wir euch bitten, uns mit einer kleinen Spende zu unterstützen. Ihr seht hier einige Ordner mit einer Warnweste und einem großen weißen Eimer, wo ihr die Möglichkeit habt, uns unter die Arme zu greifen, dass wir auch öfter sowas ermöglichen können. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir durch die Spenden zumindest unseren großartigen Musikern, die heute gekommen sind, die Fahrkosten finanzieren könnten. Oder auch die Mietwagen sowie Bühne, Technik, eben alles, was hier dazugehört. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, am Infostand T-Shirts mit unserem Logo zu erwerben. 100% zertifizierte Biobaumwolle, Ökofarben von den Better Shirts. Alles aus biologischer, ökologischer und fairer Produktion, denn dafür stehen wir. Ihr habt vielleicht schon unsere coolen Taschen gesehen, ebenfalls am Infostand zu erwerben, sowie Poster, Buttons, Tassen, mit denen ihr uns unterstützen könnt. Wir würden uns sehr darüber freuen und unsere Künstler werden es euch sehr danken. Aber warum stehen wir heute hier? Warum sind wir gegen TTIP? Diese TTIP-Verträge werden im Geheimen verhandelt und auch Abgeordnete, die darüber entscheiden sollen, bekommen nur minimalen Einblick. Alternative Medien haben überhaupt gar keine Chance, an die Verträge zu kommen. Danke. Überhaupt an die Verträge zu kommen, um ehrlich zu berichten und uns Bürger darüber aufzuklären, während Systemmedien dafür werben und nur oberflächlich kritisieren. Konzerne sollen Staaten auch Schadensersatz verklagen können, vor geheimen Schiedsgerichten, wenn neue Umwelt- und Sozialgesetze ihre Gewinnerwartungen schmälern. Es gibt also keine öffentlichen Verhandlungen und es gibt auch keine Revisionsrecht. Der Staat gibt damit seine Judikative ab und unterwirft sich privaten Richtern. Es besteht die Gefahr, dass Billigfleisch aus den USA den europäischen Markt überschwemmt. Dies dürfte dann nur zu einer weiteren Konzentration der Fleischproduktion führen. Das heißt, weniger kleine private Höfe, dafür umso mehr Massentierhaltung in riesigen Fabriken. In den USA ist zum Beispiel die Gabe von Hormonen und Antibiotika sowie bestimmten Futtermittelzusätzen zur Wachstumsförderung erlaubt, die in der EU wegen gesundheitlichen Risiken verboten sind. Erlaubt sind auch Legebatterien und Kastenhaltung von Sauen. In den USA findet eine Desinfektion von Hühnerfleisch mit Chlordioxid statt. Das sogenannte Chlorhühnchen ermöglicht weniger strenge Hygiene bei der Schlachtung und Verarbeitung des Fleisches. Das gilt auch beispielsweise bei Schweinefleisch. Die US-amerikanische Fleischindustrie will das Nutzungsverbot für Antibiotika als Wachstumförderer aufheben. 80% der in den USA verkauften Antibiotika werden im Bereich der Tierhaltung verarbeitet, einschließlich deren Nutzung als Wachstumsförderung. Ich bin der Ansicht, man sollte eher dafür Sorge tragen, dass Standards, die die Nutzung von Antibiotika im Ernährungssystem verbieten, gestärkt werden, anstatt deren Verbreitung durch Freihandelsabkommen noch weiter zu fördern. In den USA sind Pestizide zugelassen, die in Deutschland verboten sind. Und das ist auch besser so. Auch die Rückstandartgrenzen sind in Europa häufig strenger. Sollte es zu einer Angleichung oder gegenseitiger Anerkennung der Standards kommen, führt dies dazu, dass zukünftig Lebensmittel bei uns im Handel gelangen, die bisher in der EU aus gutem Grund nicht vermarktet worden sind. Bei uns in Deutschland müssen gentechnisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel gekennzeichnet werden, in den USA leider nicht. Gentechnisch manipulierte Nahrungsmittel können dann ohne Kennzeichnung im Supermarkt landen. Wir als Verbraucher hätten keine Chance mehr, diese Produkte zu erkennen und eventuell auch abzulehnen.
Energiekonzerne sollen sich die Erlaubnis zum Fracking erklagen können. In den USA ist Fracking bereits weit verbreitet. Fracking bringt besonders viele Umweltrisiken mit sich, insbesondere in Grund- und Trinkwassergefährden. Allein diese 10 Gründe sollten schon genügen, um auf die Straße zu gehen und gegen TTIP mobil zu machen. Dafür bedanken wir uns bei jedem Einzelnen heute, der mit uns gemeinsam hier auf dem Braunschweiger Platz steht und der auch gestern mit auf der Straße stand. Als ersten Redner begrüße ich Andreas Wagner. Andreas Wagner ist Energieingenieur, ist parlamentarischer Assistent des Europaabgeordneten der Ökologisch-Demokratischen Partei Professor Klaus Buchner. Professor Klaus Buchner ist Mitglied im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten, der Ausschuss der Federführung für die Kontrolle des Freihandelsabkommens. Herzlich willkommen, Andreas Wagner. Hallo Hannover! Um 18 Uhr beginnt die Eröffnungsrede auf der Hannover Messe. Dort werden sich Frau Merkel und Herr Obama erzählen, wie toll sie ihre Abkommen für unsere Wirtschaft finden. Die Erwartungen der Freihandelsbefürworter ist, dass durch die Gespräche, die stockenden TTIP-Verhandlungen, neuer politischer Schwung auf höchster Ebene verliehen wird. Lasst uns Ihnen eine Nachricht übermitteln. Frau Merkel, Mr. Obama, können Sie uns hören? Wir sagen Nein zu CETA, TTIP und TISA. Letztes Jahr, am 10. Oktober, stand ich mit 250.000 Menschen in Berlin auf der Straße und demonstrierte gegen CETA und TTIP und für einen gerechten Welthandel. Heute geht der Protest weiter. Und wir werden nicht nachlassen. Wir sagen hier und jetzt und auch in Zukunft Nein! Nein zu undemokratischen Handelsabkommen, nein zu unfairen Handelsbedingungen, nein zu intransparenten Schiedsgerichten. Sigmar Gabriel von der SPD behauptet, CETA sei einfach ein gutes Abkommen. Liebe Freunde, unsere demokratische Grundordnung ist in Gefahr. Nachdem nun zu den Kriegsflüchtlingen vermehrt auch Armutsflüchtlinge kommen, zeigt sich das wahre Gesicht der Freihandelsabkommen. Diese internationalen Selbstbedienungsabkommen für globale Ausbeuteunternehmen müssen unter allen Umständen verhindert werden. Diese Freihandelsabkommen haben den Zweck, die größte Freihandelszone der Welt zu kreieren. Ziel ist es nicht, Zölle oder andere sogenannte nicht-tarifäre Handelshemmnisse abzuschaffen. Vielmehr sollen in den beteiligten Staaten Vorschriften aller Art aneinander angeglichen und demokratische Entscheidungen erschwert sowie der Export und Gewinn von Investoren erhöht werden. In der Praxis heißt das, dass beim Umwelt- und Verbraucherschutz, beim Tierschutz sowie beim Arbeitsrecht die jeweils niedrigsten Standards eingeführt werden. NAFTA, das Abkommen zwischen Mexiko und USA und Kanada, hat das schon gezeigt. CETA und TTIP werden es in die EU exportieren. Auf dem Prüfstand stehen auch künftige Anpassungen bei den Sozialleistungen. Kleine und mittelständische Unternehmen werden von Global Playern verdrängt. Global Player wie Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bayer, Monsanto und Co., die bei den Verhandlungen an erster Front stehen. Verbesserungen im Umwelt- und Tierschutzbereich werden in Zukunft praktisch unmöglich sein. Sollten Staaten Gesetze beschließen, die die Geschäfte von Unternehmen behindern, können diese ihre erwarteten entgangenen Gewinne einklagen. Das öffnet Tür und Tor. Das wäre für jeden Menschen- und Tierrechtler und für jeden Demokrat ein Schlag ins Gesicht. Hart erkämpfte Fortschritte in allen rechtlichen Bereichen sind in Gefahr. Das lassen wir uns nicht gefallen und dafür stehen wir heute hier.
So kann es nicht weitergehen, dass ein paar hundert Politiker und Lobbyisten gegen den Willen von Millionen von Menschen in der EU entscheiden können. Jedoch muss ich jetzt eine ganz grundsätzliche Frage stellen. Wie oft sollen wir denn noch gegen die Großfantasien von Eliten kämpfen? Sollten wir TTIP stoppen? Wie lange dauert es, bis TTIP 2.0, TTIP 3.0 und so weiter kommen? Wir brauchen eine neue Wirtschafts- und Lebensordnung, die dem Gemeinwohl verpflichtet ist. Wir müssen die Art, wie wir Demokratie leben und wie wir wirtschaften, komplett umdenken. Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit muss dem Gemeinwohl dienen. Einmal verhandelt, gilt der Vertrag auch für unsere Kinder und deren Kinder. Laut Umfragen lehnen ein Drittel der Menschen in Deutschland TTIP voll und ganz ab. Das sind hohe Ablehnungswerte, die mich in meiner Arbeit bestärken. Und sie sind für mich ein klares Zeichen an unsere Parlamente und an Frau Merkel. Über TTIP wird an der Wahlurne entschieden. Die natürlichen Ressourcen unseres Planeten sind begrenzt. Unser heutiger Wohlstand und Konsum wird mit der Ausbeutung unseres Planeten erkauft. Während Großinvestoren jeden Tag von ihren Gewinnen träumen, befinden wir uns in der sechsten Phase des Artensterbens. Der Klimawandel schreitet in erheblichem Maße voran. Und die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Die Freihandelsabkommen bedrohen unsere Kommunen. Privatisierung wird kommen. Darunter fallen öffentliche Dienstleistungen wie Abwasser, Müll, Stromnetze, Gemeindeverwaltung und Schulen. Das lassen wir nicht zu! Auf keinen Fall. Nutzung von Land und Rohstoffen muss jedem gewährt werden. Muss, wenn TTIP kommt. Kommunen und Bundesländer werden sich gegen umweltschädliche Unternehmen kaum wehren können. Fracking, Naturschutz, Gentechnik, um nur ein paar Stichwörter zu nennen. In ein paar Wochen will die Europäische Kommission den abzustimmenden CETA-Vertragstest dem Ministerrat vorlegen. Wenn die Handelsminister der Nationalstaaten, für Deutschland ist das Sigmar Gabriel. Wenn die Handelsminister der Nationalstaaten dort freie Fahrt für den Vertrag geben, wird die Entscheidung über eine Annahme bei uns im Europäischen Parlament liegen. Es ist also höchste Zeit, dass wir die Abgeordneten im Europäischen Parlament, besonders die CDU, die CSU, SPD und FDP, daran erinnern, dass sie gewählt wurden, um die Interessen der europäischen Bürger zu vertreten und nicht die Interessen multinationaler Konzerne und ihrer Lobbyisten. Wir von der ÖDP versprechen, dass wir bis zum Schluss unter allen Umständen gegen diese Abkommen kämpfen werden. Wir lassen uns nicht täuschen. Wer das politische Geschehen Karrieristen, Lobbyisten und Opportunisten überlässt, wird genau von solchen regiert. Wir sagen konsequent Mensch und Tier vor Profit. Schließen Sie sich an, machen Sie mit, verleihen Sie Ihrem Protest Ausdruck. Wir dürfen nicht nachlassen, wir müssen gemeinsam weitermachen. Von allein werden die Politiker ihren Kurs nicht ändern. Sie werden ihn nur dann ändern, wenn sie merken, dass wir sie nicht mehr wählen. Unsere Macht ist wirklich groß, wir müssen sie nutzen. Wir müssen weiter protestieren. Rufen Sie die Abgeordneten in ihren Büros an, schreiben Sie ihnen Briefe, machen Sie den Politikern klar, dass sie keine Parteien wählen, die den Freihandelsabkommen zustimmen werden. Unterstützen Sie Politiker, die gegen diese Abkommen kämpfen. Schreiben Sie Leserbriefe, reden Sie mit Ihren Nachbarn und klären Sie sie über die Freihandelsabkommen auf. Nutzen Sie die Möglichkeiten der sozialen Medien. Unsere Proteste haben einen Sinn. Wir können etwas erreichen. Wir können die Freihandelsabkommen stoppen. Ich erinnere daran, das MIA-Abkommen 1990, ACTA 2012, als nächstes CETA, TTIP und TISA. Wenn wir wollen, können wir es schaffen. Im Team des ÖDP-Europaabgeordneten Professor Buchner haben wir uns zur Aufgabe gemacht, diese Freihandelsabkommen zu verhindern. Unterstützen Sie uns dabei. Dankeschön.
Schön, dass ihr alle gekommen seid. Schön, dass ihr alle da seid. Bitte nochmal einen Applaus für euch selbst. Auf jeden Fall hatte es einen Sinn, dass wir da waren. Ich meine, wir hatten einen richtig geilen Tag bei teilweise wundervollem Wetter. Und genau das ist auch ganz, ganz wichtig, dass die Menschen da draußen verstehen, dass hier das Demonstrieren irgendwie keine Arbeit und kein Job ist. Okay, es ist ein bisschen mein Job, aber ich liebe meinen Job. Es ist großartig, hier zu sein, weil es ist großartig, für Menschenrechte auf die Straße zu gehen, für den Umweltschutz, für die Menschen hier und auch in Amerika. Und irgendwie ist es schon komisch, weil laut den Umfragen sind, glaube ich, um die 80% oder, glaube ich, mehr, 90%, 80% gegen TTIP. Es war bei Gentechnik übrigens genauso, aber was hat unsere liebe Angie gemacht? Sie hat sich ihre Stimme enthalten bei Gentechnik. Vielleicht, da kam irgendwie eine Idee, vielleicht weiß die ja gar nicht, was wir alle wollen. Vielleicht weiß es gar nicht. Ich habe mir gedacht, ich war letztens in Berlin und da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht gehe ich einfach mal zum Kanzleramt, klopfe dort an und frage, ob ich mit der Angie sprechen kann. Und die haben mich reingelassen und dann habe ich ein bisschen mit der Angie gequatscht, aber was sie nicht weiß, ich hatte so ein kleines Ansteckmikro dabei. Und das spiele ich euch jetzt vor. Wunderschön. Kill Is More featuring Angela Merkel. Angie, let's go. Ich will Europa. Auch ich will Europa. Ich will Europa. Auch ich will Europa. Ich will Europa. Aber ich will es nicht, dass undemokratisch und so alternativlos ist. Ja, ich will Europa. Das ist doch selbstverständlich. Doch da haben wir ein unterschiedliches Verständnis. Euer Europa ist sicher nicht auch das der Menschen. Sonst hättet ihr nicht Angst vor demokratischen Prozessen. Frankreich hatte Nein gesagt, Holland hatte Nein gesagt, Irland hatte Nein gesagt. So wussten sie ein zweites Mal, wo ist hier die freie Wahl und Demokratie? Der Wille der Menschen ist euch doch nichts mehr wert, wie man sieht. Europa ist unsere Zukunft. Ich sehe es genauso, doch Europa ist nicht EU, ist nicht Brüssel, ist nicht Euro. Denn wohin diese Reise gerade geht, das ist das, wenn in Griechenland die Jugendarbeitslosigkeit platzt. Mein Europa ist ein Platz für die Freiheit. Eures ist ein Staat, in der man Massen enteignet. Jugendarbeitslosigkeit, Straßenkämpfe, ESM und Euro für Finanzkartelle und Quecksilberlampen, die man uns einfach vorsetzt. Propagandatruppen, Indec, Frontex. Europa, das sind wir alle. Dann fangt endlich an, es auch für alle zu gestalten. Ich will Europa. Doch das ist keins der Menschen. Ich will Europa. Doch wir meinen nicht dasselbe. Ein Europa für alle in Freiheit, das ist nicht euer Ziel. Doch das ist der Grund, warum wir auf die Straßen ziehen. Ja, verdammt gute Rapperin, das wusste ich gar nicht. Außerdem dachte ich nicht, dass Angela Merkel so einen großen Applaus bekommt. Vielleicht sollten wir das hier mal sagen. Jetzt habe ich ein bisschen was geschrieben. Ich habe den Text hier so ein bisschen redenmäßig vor mich hingeschrieben, weil ich den noch nicht ganz so perfekt auswendig kann. Aber wir probieren das einfach mal. Sie sagen, TTIP, das bringt uns echt viel. Denn Wirtschaftswachstum ist der höchste Sinn in dem Spiel. Aber 0,05%, das klingt für mich mies. Und ich stehe heute hier und fordere Stopp TTIP. Denn man bekommt fast nichts, aber gibt ganz schön viel. Wir tauschen Menschenrechte gegen maximierten Profit. Nur für globale Konzerne ist es ein Riesenverdienst. Und ich stehe heute hier und sage Stopp TTIP. Antidemokratisch, wo es bald keine Richter mehr gibt. Wo Konzerne gegen Staaten vor ein Schiedsgericht ziehen. Wenn das durchgeht, dann bleibt von Demokratie nicht mehr viel. Doch wir stehen heute hier und fordern Stopp TTIP. Denn der Rechtsstaat macht die Beine breit für die Industrie. Doch wir stehen heute hier und fordern ihr seid großartig. Und sie haben bei dem Vorhaben auch die Politik in dem Team. Doch wir stehen heute hier und fordern. Denn wir haben sie gewählt, aber sie regieren nicht für sie. Da, die Menschen haben sie gewählt, aber sie regieren nicht für sie. Und wir stehen heute hier und fordern. Denn vor unseren Augen wird die Zukunft unserer Kinder verspielt. Auf die Straße zu gehen ist heute so wichtig wie nie. Und wenn wir es alle tun, sind wir Millionen, so wie in Paris, die dann alle fordern. Ah, ihr seid wundervoll. Dankeschön.
Ihr wart fast perfekt, ich war auch fast perfekt. Zusammen sind wir ganz perfekt. Den nächsten Song, den ich vorbereitet habe, das ist ein ganz, ganz wichtiger Song. Weil der soll nämlich zeigen, wie diese Welt aussehen wird, wenn wir bald nicht bald Millionen sind. Wenn wir nicht endlich anfangen aufzustehen, wenn solche Sachen wie TTIP durchgehen, wenn wir weiter überwacht werden, was aus dieser Welt werden wird. Dieser Song heißt Die Welt von morgen. Diese Welt gehört nämlich eigentlich gar nicht uns. Diese Welt gehört unseren Kindern. Oh. Die Welt wird morgen, wie wir sie heute hinterlassen. Wo Flüsse nicht mehr fließen und Bäume nicht mehr wachsen. Wenn Böden noch sterben, wir töten die Erde. Roten Urwald, schütten Gift und Öl in die Meere. Sag mir, wie soll es ändern, wenn es nicht jetzt stoppt? Versteht es, für den Planeten gibt es keinen Reset-Knopf. Doch wir müssen uns dagegen nicht verstehen. Nach uns die Sintflut ist das Motto des Systems. Doch wir folgen einem Weg, der von Kriegen planiert ist. Unsere Schritte sind vieles, doch sicher irreversibel. Und viele interessiert's nicht, wenn nur noch Gier die Maxime in diesem mieseren Spiel ist. Was wollen wir bloß unseren Kindern erzählen, wenn sie vor uns stehen und uns fragen, warum habt ihr es nicht gesehen? Was passiert auf dem Planeten? Für euch geht's um Gewinne und Verträge, doch für sie um ihre Leben. Die Welt von morgen geht an uns. Bitte aus, sie zu verpesten, denn ihr wart gestern noch wie wir. Und scheinbar habt ihr das vergessen. Die Welt von morgen geht an uns. Morgen, wie wir sie heute hinterlassen. Wo Zäune stetig wachsen, Träume hier zerplatzen. Wir hinterlassen Kriegsschauplätze, indem wir Fußabdruck in den Sand der Geschichte setzen. Hört ihr die Kinder sprechen? Sag mir warum. Schau ihnen tief in die Augen und verrat ihnen den Grund, warum wir sahen, aber stumm zugesehen haben. Weil wir dachten, irgendwer wird's tun, doch es kam niemals jemand. Ich frag mich, wann wir kapieren. Kinder handeln, wie wir handeln, denn sie handeln wie wir. Und weil wir handeln, wie wir handeln, ist der Wandel nicht hier. Wir zeigen ihnen eine Welt von Hass inspiriert, denn wir retten weiter Banden, statt Menschen auf der Straße zu denken, man kann helfen, sein verschwendete Gedanken, das ist letztlich, was wir pflanzen, in denen, die uns folgen, sind geprägt von, was wir taten, nicht von dem, was wir wollten. Die Welt von morgen geht an uns, bitte aus, sie zu verpesten, denn ihr wart gestern noch wie wir, und scheinbar habt ihr das vergessen. Die Welt von morgen geht an uns. Von morgen ist unser Erbe, das wir hinterließen. Geprägt von Taten unserer Folgen, die für immer blieben. Die Geschichte wird geschrieben, ganz ohne dich. Du kannst die Schuld von dir schieben, die Verantwortung nicht, weil auch nichts tun Folgen hat. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann seht euch die Welt von morgen an. Morgen an. Passt auf, ich zeige euch die Welt von morgen. Es geht circa so. Mama, Papa, erzählt mir von damals, als die Luft noch frisch und der Regen nicht verstrahlt war. Denn mir erzählten meine Freundinnen, dass das Essen damals einfach von den Bäumen hing. Stimmt es wirklich, dass es früher eine Zeit gab, in der wir draußen spielen konnten, in der wir frei waren? Ich wär gerne auch mal dort, da wo ihr wart. Ich schenke euch meine Tagesration, weil ich euch lieber, lieber. Alle Arme! Die Welt von morgen geht an uns. Bitte aus, sie zu verpesten, denn ihr wart gestern noch wie wir. Und scheinbar habt ihr das vergessen. Die Welt von morgen geht an uns. Bitte fang an, für sie zu kämpfen, denn ihr wart gestern noch wie wir. Und heute habt ihr uns vergessen. Veränder dich selbst, dann veränderst du die Welt. Dankeschön. Wir haben ein ganz, ganz straffes Zeitprogramm für euch vorbereitet, damit da richtig geile Infos und geile Musik noch kommen können. Das heißt, ich spiele jetzt noch einen allerletzten Song. Ich wollte noch ganz kurz sagen, da drüben gibt es noch ein paar CDs und ich habe ganz viele Sticker, die verschenke ich euch. Das heißt, Sticker kommt dann einfach zu mir und ihr kriegt Sticker geschenkt ohne Ende. Und nochmal einen allerletzten Song. Wer bei der Anfangskundgebung da war, hat ihn vielleicht schon gehört, aber ich finde, es ist ein ganz, ganz schöner und wichtiger Song, weil er lässt einen mit einem positiven Gefühl nach Hause gehen. Was wir alleine nicht schaffen, schaffen wir zusammen. Weil ich mich gefragt habe, was ich ändern kann.
wenn man alleine zu Hause sitzt. Oh. Während die Welt vor meinen Augen vorbeizieht, scheint sie, als hätte sie dabei kein Ziel. Die Menschheit schreit viel, weint viel, leicht sieht keiner dieses Leid, vielleicht soll es so sein, niemals. Trotzdem sitze ich allein hier, weil's mir vorkommt, als ob es doch keiner einsieht. Live-Ticker, Live-Feed, Massensterben, ein Krieg, ein Klick, ein Bild, das sich in meinen Hirn einfriert. Ein Horrorfilm, aufbereitet in News, berichten mir mit einem Lächeln nur von Schein und Betrug. Auf keimende Wut, was soll ich als Einzelner tun? Was kann ich alleine schon tun? Doch scheiß drauf, ich versuch's, ich stehe auf für mich. Gehe raus einen Schritt und sehe draußen Licht, auch wenn es fern am Horizont ist. Ich gehe nicht zurück, für mich heißt es jetzt entweder dieser Weg oder nichts. In dem Augenblick weiß ich, dass ich nie alleine war. Neben mir stehen so viele, genau wie ich. Und jetzt weiß ich, dass wir es schaffen, wie schwer es auch ist. Denn ihr nehmt mich und ich nehme euch mit, was wir alleine nicht schaffen. Schaffen wir zusammen, was wir alleine nicht schaffen. Schaffen wir zusammen. Was wir alleine nicht schaffen, schaffen wir zusammen. Kommt schon alle, ihr wisst nicht, wie es kommt. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir. 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 Ich kam alleine auf die Welt und ich werde auch alleine gehen. Doch die Zeit dazwischen, die will ich mit euch gemeinsam leben. Komm mit, seid ihr dabei, Weltkriege hatten wir schon. Weltkrieg Nummer 1. Oh, ich dachte in meinem Leben oft, dass ich allein bin. Aber wie soll das funktionieren, wenn wir alle eins sind? Der Tropfen ist immer ein Tropfen, nicht mehr. Doch gleichzeitig Teil von dem offenen Meer. Ja, yeah. Das heißt, dass du nie alleine bist. Weil das Ganze viel mehr als die Summe seiner Teile ist. Doch das Ganze wäre nicht das Ganze wäre. Nur ein Teil, nicht mehr, ganz egal wie klein es ist. Es sind die schwersten Dinge, die auch so leicht sind. Das Problem ist nur, dass es uns niemand beibringt. Und so starte ich als Einzelner. Doch ob ich scheitere, das ist scheißegal. Denn was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir zusammen. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir zusammen. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir zusammen. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir zusammen. Ich kam alleine auf die Welt und ich werde auch alleine gehen. Doch die Zeit dazwischen, die will ich mit euch gemeinsam leben. Jetzt seid ihr dabei, Weltkrieger hatten wir schon. Weltkrieg Nummer 1! Dankeschön, Hannover! Wir alle wissen, die Großkonzerne freuen sich auf TTIP, CETA und TISA. Scheiße! Ja, lass es raus. Einfach aufdrehen und schon sprudelt es frisch aus dem Wasserhahn. Für uns alle ist das hier selbstverständlich, aber für 1,1 Milliarden Menschen auf der Welt ist dies ein Wunschtraum. Jährlich sterben 1,5 Millionen Kinder unter 5 Jahren an Durchfall, weil sie verschmutztes Trinkwasser trinken mussten. Anstehen für ein paar Tropfen Wasser. Für viele Kinder in Südafrika ist das Alltag. An manchen Tagen gibt es auch gar kein Wasser. Und die Menschen bleiben durstig. Trinkwasser ist, das wissen wir alle, lebenswichtig. Doch die weltweiten Vorräte sind ungleich verteilt. Die Bereitstellung von Trinkwasser hat sich der Schweizer Konzern Nestle zur Hauptaufgabe gemacht und kauft vorsichtshalber alles auf, was nur irgendwie nach einer Wasserquelle aussieht. In Algerien hat Nestle die Wassernutzungsrechte erworben und lässt die Quellen und Fabriken bewachen und einzäunen. Ja, in Pakistan genau dasselbe. In diesen Ländern wird das Wasser abgepumpt und teuer in Plastikflaschen verkauft, während die Bevölkerung keinen Zugang mehr zu ihrem sauberen Wasser hat. Aber selbst in Colorado hat der US-Westküstenstaat Wassersparmaßnahmen beschlossen wegen der anhaltenden schweren Dürre in Kalifornien. Während Nestle großzügig Grundwasser abpumpt und als hochwertiges Quellwasser bei uns teuer verkauft. Es leiden also die Reichen genauso wie die Armen. Einige Umweltschützer sagen die größte Ökokatastrophe der westlichen Welt voraus. In Zukunft müssen wir auch mit Klimaflüchtlingen rechnen, da die Dürre sowie Klimakatastrophen immer weiter zunehmen werden. Sag das doch mal!
Weil der Regenwald abgeholzt wird. Nestle macht ganz klar und deutlich, Wasser ist ein Lebensmittel für die, die es sich leisten können. Durst als Einkommensquelle. Was Nestle und Danone noch nicht an sich gerissen haben, wird nun von Coca-Cola und Pepsi übernommen. Das Abkommen TTIP soll Großkonzernen ungebremst Profite damit ermöglichen. Auf demokratischen Wege wäre dies allerdings nie möglich. Dabei ist das Recht auf Wasser ein Menschenrecht. Ja! Das riesige Wassergeschäft ist daher eine Menschenrechtsverletzung. Jedoch, die EU-Kommission will mit einer Konzessionsrichtlinie den Druck auf die Kommunen, die Wasserversorgung zu privatisieren, erheblich erhöhen. Der Krieg um Wasser hat längst begonnen und erzählt nur noch Profit und nicht Menschenrecht. Schande ist das! Nestle ist Marktführer, das sollten wir uns bewusst sein. Neben Pure Life und 63 weiteren Marken verkauft der Weltkonzern sein Wasser in bereits 36 Ländern. Die Vereinten Nationen haben Wasser zum Menschenrecht erklärt. Das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser ist am 28. Juli 2010 von der Volksversammlung der Vereinten Nationen als Menschenrecht anerkannt worden. Der Haken an der ganzen Sache? Einklagbar ist es nicht. Und solange die Konzerne wie Nestle das Sagen haben, wird es auch nicht einklagbar werden. Und genau das muss sich hier ändern. Jawohl! Jedes Land sollte seine Bürger vor Konzerninteressen schützen, sowie vor Privatisierungen. Menschenrecht geht vor Konzerngewinnen. Der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments lehnt am 8.9.2015 den Antrag zur Wasserprivatisierung nur sehr knapp ab. Pro Privatisierung gab es 329 Stimmen von Christdemokraten sowie von Rechtskonservativen und den britischen Tories. Pro Menschenrecht 368 Stimmen aus Sozialdemokraten, Linkspartei und Grünen. Leider ist dies aber nur ein Teilerfolg. Denn es geht um eine schrittweise Privatisierung der Wasserversorgung. So wird versucht, neue Möglichkeiten für die Wasserprivatisierung zu schaffen, etwa im Freihandelsabkommen TTIP mit den USA. Im Resolutionsantrag der Europäischen Volkspartei seien entscheidende Forderungen der Bürgerinitiative nicht enthalten. Etwa die Forderung, Trinkwasser von Binnenmarktregelungen und Handelsabkommen wie TTIP auszunehmen. Und genau an diesem Punkt kommen wir zu TTIP, CETA und TISA. TTIP, ein Handels- und Investitionsschutzabkommen, das die Europäische Union und die USA seit 2013 im Geheimen verhandeln. All diese Abkommen wie TTIP, CETA oder TISA werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Und allein das stinkt mir hier schon gewaltig. Presse wird sabotiert, Parlamente werden entmachtet, Kontrolle ist unmöglich. Die Abkommen sollen Konzerne immer mehr Macht verleihen. Aber wie ist so eine Wasserprivatisierung überhaupt möglich? Wasserwerke in Europa werden größtenteils von Kommunen betrieben. Aber es werden auch Konzessionen für den Betrieb von zum Beispiel 20 oder 30 Jahren vergeben. Und genau darin liegt unser Problem. Die Kommunen können sich frei entscheiden, ob sie die eigenen Wasserversorgungskonzessionen in einen höheren bietenden Privatanbieter vergeben oder eben für sich selbst bewerben. Bietet nun ein US-Konzern um eine regionale Konzession zur Wasserversorgung, kann er von den Schiedsgerichten klagen, wenn die Kommune die Konzession an sich selbst vergibt. Die Privatanbieter kann dann Klage erheben, dass er vom Staat benachteiligt wird und pocht so auf Schadensersatz für entgangene Gewinne. Der Bürger zahlt immer als Verbraucher und Steuerzahler. Eine zweite Möglichkeit zu klagen ist, wenn eine Kommune eine Konzession gar nicht erst ausschreibt. Könnte ein US-Anbieter ebenfalls klagen, da er seine Investitionsfreiheit als Ganzes unterbunden sieht. Von TTIP, CETA und TISA würden nur wenige Unternehmen profitieren. Und das auf Kosten aller Bürger sowie der Demokratie. TTIP und CETA müssen gestoppt werden.
Andernfalls wäre das die völlige Unterwerfung der Bürger und Staaten unter unersättlichen Konzernen und deren Profitgier. Wenn Konzerne ihre Gewinne durch Gesetze geschmälert sehen, wollen sie von den Steuerzahlern künftig Schadensersatz verlangen dürfen. Darüber entscheiden dann geheim tagende Schiedsgerichte und es gibt keine Möglichkeit, in Berufung zu gehen. Diese Abkommen können eine beispiellose Welle von Privatisierungen lostreten. Konzerne bekämen die Möglichkeit, sich viele kommunale Dienstleistungen wie Wasser, Gesundheit und Bildung einzuverleiben. Wären die Menschen richtig informiert, würden solche Abkommen prinzipiell abgelehnt werden. Ich bin mir ziemlich sicher, keiner möchte Gentechnik, Hormonfleisch, Chlorhühnchen, Fracking oder eine Wasserprivatisierung hier im eigenen Land. Wir fordern endlich echte Volksvertreter, die unsere Interessen dienen. TTIP gefährdet unsere Demokratie. Die EU-Kommission sowie die EU-Regierung berichten im März 2015, dass TTIP erhebliche Wachstums- und Einkommensgewinne sowie 100.000 Arbeitsplätze in der EU bringen würden. Allerdings werden genau diese Wachstumszahlen von jenen Studien, die die EU-Kommission selbst in Auftrag gegeben hat, leider nicht bestätigt. Demnach werden Wachstumseffekte von etwa 0,5% erwartet, allerdings erst über einen Zeitraum von 10 Jahren. Inzwischen hat die EU-Kommission ihre falsche Darstellung und Prognose zurückgezogen. Damit ist das wichtigste Argument für TTIP nicht mehr vorhanden. Denn wenn keine nennenswerte gesamtwirtschaftliche Wachstum durch TTIP generiert wird, kann es nur durch Umschichtung innerhalb der Wirtschaft entstehen, also Gewinner und Verlierer. Durch verstärkte Importe aus den USA wird die regionale europäische Wirtschaft noch stärker unter Druck geraten. Oh, danke schön. Ja, man kriegt den Applaus von dir. Kleine und mittelständige Firmen werden stark darunter zu leiden haben. Und sie werden in diesem Spiel ganz eindeutig die Verlierer sein. Würde TTIP abgeschlossen, wäre das ein weiteres geplantes Geheimabkommen ein Durchbruch. TISA soll eine gigantische Privatisierungswelle bringen und betrifft potenziell ein Drittel aller Arbeitsplätze in Europa. Wenn wir es gemeinsam schaffen, TTIP zu stoppen, wird es auch leichter, auch diese Vorhaben zu blockieren. Wir stehen heute auch hier für ehrliche Medien, die ihren Auftrag erfüllen und uns vollständig auch über Schweinereien der Regierung aufklären sollen, so wie es ihre Aufgabe wäre. Gemeinsam für eine echte Volksvertretung und wahrhafte Medien, gemeinsam stehen wir hier gegen TTIP, CETA und TISA. Vielen lieben Dank, dass ihr zuhört, trotz des Regens. Deswegen würde ich sagen, tanzen wir uns noch ein bisschen warm. Wir hören noch ein bisschen Musik, gemeinsam mit Bermuda. Und danach hören wir Dirk Hesse aus der Partei der Vernunft über die Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und Politik. Ich sag Musik ab. Das Mikro wird das abhören. Ich kann das auch ab. Hallo liebe Leute, ihr nötigt mir eine ganze Menge Respekt ab, dass ihr bei diesem Wetter diesen beschwerlichen Marsch auf euch genommen habt und immer noch hier steht. Ich stehe heute hier nicht als politischer Aktivist, sondern ich bin hier Privatperson und Künstler. Und ich möchte kurz meine Gedanken teilen. Ja? Ihr habt es gesagt, TTIP ist ganz schön scheiße, auf jeder möglichen Hinsicht. Ja? Was Freibestimmung, Löhne angeht, Gesundheit und so ein Kram, finde ich TTIP scheiße. Hier wurde gesagt, TTIP bedroht unsere Demokratie. Ich denke, wir haben keine Demokratie. Wir haben eine Möchtegern-Demokratie, irgendwas. Ja, und überhaupt finde ich, und das ist auch nur mein ganz persönlicher Standpunkt, den ich heute hier mit euch teile als Künstler, ich persönlich finde Demokratie auch scheiße. Weil wenn da ein Dorf ist, ja, und da sagt die Mehrheit, bitte baut nur schwarze Dächer, dann bin ich gezwungen, schwarzes Dach zu bauen, obwohl ich gerne ein buntes hätte. Finde ich scheiße. Okay, so, da kann man mal drüber nachdenken und das sacken lassen. Ich finde sowieso jedes politische System scheiße, aber ich bin auch nicht hier, um euch irgendwie politisch zu begeistern oder so. Ich bin hier, um Musik zu machen. Und das mache ich jetzt auch. Und Daniel, DJ, bitte, der erste Song heißt Revolution und ich erkläre auch so ein bisschen, was ich damit meine. Das ist übrigens meine Band, die ich aufgenommen habe und die hier leider nicht mit mir steht. Revolution.
schmeißen und laut sein. Von Revolution ins Herz, auf dem Kopf, im Herzen und dann draußen. Ich träum von Revolution und nicht von Aggressivität und Wut und im Rausch sein. Von Revolution, dass wir uns neu erfinden und zusammen was aufbauen. Denn noch weiß keiner, wie es geht. Und zu dem, wo noch nichts steht. Ja, keiner weiß, wie es sich so lohnt. Ohne Zeit, ohne Probleme. Ich träum von mehr Respekt und mehr Bewusstsein beim täglichen Einkauf. Von weniger, das bringt's schon. Und ja, das finde ich gut, da mach ich mit, geb ich steil drauf. Ich träum von freiem Strom, die Sonne scheint für alles und jeden im Leben und Kreislauf. Revolution, Massenboykott, Pilotprojekte und ein ganz neuer Abbau. Und noch weiß keiner, wie es geht. Und zu dem, wer noch nichts steht. Nach der Brille loszugehen, entsteht. Revolution, sie machen Revolution. Denn sie machen Dinge anders als gewohnt. Und schicken ihre Kinder nicht in die Schule. Sie lassen sie frei, lassen sie los und sind einfach liebevoll dabei. Ich träum von Revolution. Von Brüdern und Schwestern ohne Konkurrenzkampf. Von Revolution, von Einigkeit und Gleichheit und Fairness unter den Geschlechtern. Ich träum von Ruhe und Frieden und weniger Menschen, die täglich unfassbaren Stress haben. Von weniger Bürokraten und keinem ganzen Volk von Dichtern und Denkern. Ich denke, man weiß schon lange, wie es geht. Hinzugehen, wo noch nichts steht. Ich bin aus Veränderung entsteht. Ja, man muss einfach endlich gewinnen. Und dann macht man Revolution, man macht Revolution. Und man macht nach Dinge anders als gewohnt. Schickt zum Beispiel seine Kinder nicht in die Schule rein. Man lässt sie frei, man lässt sie los und ist liebevoll dabei. Und dann träum ich von blauem Himmel. Ohne diese Kämpfe zu bitte ständig warme Sonne. Träum von Dezentralisierung und Massenprotesten gegen diese Freiheitsabkommen. Einen Waffenproduktionsverbot für alle Länder und Völker, die wirklich fliegen wollen. Träum von unserer Fuß zu weisen und zu führen, ohne Angst vor Gewalt und Kriege und Bomben. Also von Revolution, Revolution. Ich träum von Dingen anders als gewohnt. Schicke meine Kinder unter keinen Umständen in die Schule. Nein, vorher wandere ich aus. Dann wandere ich aus und ziehe so liebevoll auf von meinem Haus. Danke sehr. Der nächste Song hat auch etwas mit sich aufbäumen zu tun und die Augen aufmachen für das, was wirklich ist. Demokratie. Okay, lieber DJ, bring that shit up. Das war übrigens sehr geil, wie ihr euch bewegt habt. Das seid auch warm. Und jetzt könnt ihr auch ein bisschen ausrasten.
die Schule Bock hast, damit du später einen guten Job hast. Ich nicht was hat ja was sei das. Gibt's fürs Leben nicht noch einen anderen Kompass als das ganze Rumgelaber von Arbeitsplatz und Wachstumsindustrie, Karriereplanung und Jobs. Was kann ich verdienen? Ja, verdien ich mein Schönling und Termin. Als Diener im System und dann beschwer dich. Wer hat dich krank gemacht, der Job war? Sie wollen, dass du einen guten Job machst. Für sie, die den ganzen Tag im Kopf machst. Für sie, dann Kopfschmerzen kriegst, denn du verlierst Energie. Und das Geld ist zu wenig, aber du hast Family. Und musst Dinge tun, auf die du keinen Bock hast. Du träumst von einer Welt, in der du keinen Boss hast. Keinen, der dich mobbt und keinen, der dich sieht als Opfer. Und keinen sehen Leben, das nicht aussieht wie ein Schrottplatz. Du weißt nicht, was ich hinter den Türen der Welt habe. Drum vorsichtig gebunden, manche Türen nicht wieder zu. Doch eins ist sicher, wir spüren wie ein Teil der Welt schlägt. Es ist die Zeit gekommen für die nächste Seite in der Welt. Dich für sie opferst du die Ehrenbogen für ihren Job hast. Dann kannst du Dinge kaufen, dich mit anderen Sklaven lassen. Dich mit ihnen Rücken treffen, den anderen zeigen, ihr seid die Besten. Deinen Wert künstlich erheben, indem du andere erniedrigst. Deine Scheine zählen für Leben, es gibt von denen immer mehr kriegst. Es ist ein geheimer Krieg der Reichsten auf diesem Planeten. Und ihr lasst euch drauf zur Schlacht anführen von falschen Propheten. Denn du steigst an dieser Welt, du uns gerne ein Erzählen. Wir sollen gehorchen und glauben, wir wären zu klein, um was zu ändern. Das Märchen von Gut und Böse, Lüge und Frevel im Schatten von medialem Getuse. Und bist du gay geimpft? Und hast du das beantragt? Hast du Post vom Anwalt? Zahl, was du zu zahlen hast. Ich lehn das ab und ich prangere das an. Und ich bringe Mut auf, um so frei zu sein, wie ich nur kann. Und sage, oh, oh, oh. Manche Türen gehen nicht wieder zu. Doch eins ist sicher, wir spüren wie ein Tag der Welt steht. Es ist die Zeit gekommen für die nächste Seite im Büro. Ey, das ist Playback. Das wird ein ganz spannendes Thema sein, ob ich den Einstieg gleich schaffe oder nicht. Aber dazu später mehr. Ey, wir müssen hier für unser Essen bezahlen, oder? Wir müssen bezahlen dafür, dass wir miteinander reden können, dass wir von A nach B kommen. Wir müssen für alles bezahlen. Und damit wir überhaupt was zu bezahlen haben, müssen wir uns Geld verdienen. Wir müssen dienen. Wird euch etwas klar, Leute? Wird euch etwas klar? Also, wenn ihr noch einmal das Wort soziale Marktwirtschaft hört, dann lasst euch nicht einreden, das hätte irgendwas mit dem zu tun, was wir hier erleben, ja? Weil dann müsstest du nichts für deine Nahrung bezahlen, du wächst nämlich an Bäumen und überall, ja? Dann müsstest du auch nichts für Mobilität bezahlen und so ein Scheiß. Da würden nämlich alle von profitieren, wenn unsere Gesellschaft Aufgaben erfüllen würde, die uns gemeinsam voranbringen. Dass du einen guten Job machst, dass du Schule brauchst, damit du später einen guten Job hast. Und dich nicht machst, Alter, was soll das? Was soll das? Was soll das hier? Aha, wir haben es erkannt. Wir geben Liebe, leisten friedlich Widerstand. Für unsere Brüder, unsere Schwestern, unser Land. Und die ganze Welt steht Hand in Hand, bis keiner mehr für euch einen unterbezahlten Job macht. Und eure Gier vor der Würde des Menschen Stopp macht. Yo, bis keiner mehr für euch einen unterbezahlten Job macht. Und eure Gier vor der Würde des Menschen Stopp macht. Danke.
Das ist noch kein Schweiß. Das ist nur Regen. Wenn ich anfangen soll zu schwitzen, dann müsst ihr einmal ganz laut Krawall machen und dann bringe ich vielleicht noch ein kleines Gedicht. Danke, ihr seid geil. Das soll keine Ego-Show werden. Ich bin auch echt schüchtern ohne meine Band und so. Aber ich werde jetzt noch ein kleines Gedicht vortragen und das geht folgendermaßen. Geliebtes Land, geliebte Vorväter, Entdecker und Eroberer, Edelmänner und Banditen, Dichter und Beobachter, Freiheitskämpfer, Widerständler, Staatsmänner, Despoten, ihr Christen, Schwarze, Weiße, Freimaurer, Muslime, Juden, was habt ihr uns hinterlassen in den letzten 100 Jahren? Einfach jedes Risiko genommen, vor dem man euch warnt, Atomkraft, Chemikalien, Gentechnik, Braunkohle, Tagebau. Der letzte Tiger, letzte Elefant, der letzte Kabeljau. Bald ist auch der letzte Rohstoff dieser Erde aufgebraucht. Die letzte Lebenskraft im Lebewesen Erde ausgesaugt. Wohl dem, der sich in Vorahnung schon mal eine Arche aufgebaut, seine Konsequenzen zieht und nicht so sehr auf andere schaut. Ich lebe für das Blut, das für meine Freiheit schon geflossen ist. Ich lebe für den Traum von Frieden. Ich bete, aber hoffe nicht. Ich lebe für die Kraft in mir, die zu allem fest entschlossen ist. Ich lebe für das Licht im Herzen und singe, bis es offen ist. Wir leben und leben dieses Leben. Wir leben und gehen auf diesen Wegen oder fahren. Wir leben in der Atmosphäre eines Planeten, können so viel sehen, so viele Räume betreten. Und Leute, wir können schweben. Ja, wir können alle schweben, wenn wir uns auffangen, ganz ohne Aufwand. Geliebtes Land, geliebte Vorväter, Entdecker und Eroberer, Edelmänner und Banditen, Dichter und Beobachter, Freiheitskämpfer, Widerständler, Staatsmänner, Despoten, ihr Christen, Schwarze, Weiße, Freimaurer, Muslime, Juden, ihr seid Vorbilder und abschreckendes Beispiel, zugleich die Weste keines Menschen dieser Welt ist, strahlendes Weiß, die Weste keines Volkes dieser Welt trägt nicht einige Flecken. Drum lasst uns nicht vergessen, sondern Bewusstsein erwecken. Es geht nicht um Vergangenheit, es gilt aus ihr zu lernen. Menschen töten Menschen und das seit tausenden von Jahren. Sie richten ihr Bewusstsein auf die Dinge, die sie trennen. Nation, Religion vergessen, wir sind alle Menschen. Doch der wahre Unterschied war immer nur reich oder arm. Und die Armen haben die Kriege der Reichen ausgetragen. Und die Armen nähren heute noch den Reichtum der Zerstörer, unserer Mutter Erde, allem Schön und der Natur. Und der Apparat dient schamlos ihren dubiosen Zielen. Ich kann nur noch lachen, sie wollen Wasser privatisieren. Wir sehen uns nicht in eurer Tradition, ihr Opportunisten. Wir gehen gerade nach Utopia, um euch von dort zu berichten. Und ich lebe für das Blut, das für meine Freiheit schon geflossen ist. Ich lebe für den Traum von Frieden. Ich bete, aber hoffe nicht. Ich lebe für die Kraft in mir, die zu allem fest entschlossen ist. Ich lebe für das Licht im Herzen und singe, bis es offen ist. Wir leben und leben dieses Leben. Wir leben und gehen auf diesen Wegen. Wir leben in der Atmosphäre eines Planeten. Ein Riesenlebewesen. Können so viel sehen, so viele Räume betreten. Und Leute, wir können schweben. Ja, wir können alle schweben, wenn wir uns auffangen. Und das geht ohne Aufwand. Und wenn jetzt meine Band hier wäre, würde die richtig eure Ärsche kicken und der Song würde richtig einschlagen wie eine Bombe. Aber sie ist nicht hier. Ich bin alleine, habe euch das als kleines Gedichtchen gebracht und verabschiede mich hier und gebe das Mikrofon weiter an den nächsten Redebeitrag. Dankeschön. Geil, dass ihr da seid.